Hey, ja. Willkommen zurück zu Way of the Samurai zur nächsten Aufnahme-Session. Beim letzten Mal haben wir ein neues Abenteuer begonnen und haben uns die Kuh angeschlossen und haben auf Befehl dieser Suso aus der Station vertrieben und auch dafür gesorgt, dass wir das Amaguri ein bisschen verwüstet haben. Ja, danach wurden wir bezahlt, gut bezahlt vor allem. Und haben jetzt den Auftrag, wieder zurück zum Anwesen zu kommen, weil dort ein neuer Auftrag wartet. Das werden wir natürlich auch jetzt machen. Und ja, schauen, was für einen Auftrag wir machen müssen, weil, ja, keine Ahnung, ne? Haben wir Leute noch nicht gehabt bisher. In den ganzen Durchläufen. Haben wir noch nicht erfahren, was für ein Auftrag jetzt hier auf der Seite lauert. Also der Kuro. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir können direkt da hingehen. Wir haben nämlich zwar genügend Geld, aber wir können das Schwert nicht verbessern, großartig. Also sparen wir ein bisschen was. Was soll's? Seit Madame Murasaki hier ist, geht es Kuro deutlich besser. Offensichtlich reißt sie hinter unserem Rücken einiges an sich. Was ist schlimm daran? Was haben wir davon, wenn wir Geld verdienen? Wir sind eine Samurai-Familie. Man muss aus der Not eine Tugend machen. Ja, das schon, aber... Hä? Oh! Hat die Kuro-Familie finanzielle Probleme? Alle Samurai-Familien haben heutzutage Probleme. Wir können froh sein, dass Madame Murasaki einen guten Geschäftssinn hat. Ah ja, okay. Ja. Gut, dann gehen wir mal dahin. So. Hallo, da sind wir ja schon. Hallo. Hey, was hast du hier zu suchen? Ich arbeite hier. Oh, ich weiß, was du meinst. Ich hole Shirotoko-san. Warte hier. Okay. Gucken, was wir jetzt machen müssen. Aha. Danke, dass du gekommen bist. Ich will, dass du mich und den kleinen Meister Kitaro begleitest. Ein reizendes Baby. Nun, eines Tages wird der Kleine das Oberhaupt der Kuro-Familie sein. Spätestens dann wird er seine kindliche Unschuld verlieren. Und jetzt lass uns gehen. Sei wachsam und folge uns. Okay. Was für ein herrlicher Sonnenuntergang. Der Ehrenwärter Master Kentaro liebt Sonnenuntergänge. Ah. Hier ist alles ruhig. Gut. Oh Mann, das Ding kann gar nicht rollen, dass es schwebt. Auch nicht schlecht, hä? Cool. Ist ziemlich technisiert, diese Samurais. Los, gehen wir! Das ist doch... Kitscho! Shiratoko, liefere das Kind an die Akadama aus! Du bist Kitscho, mein ehemaliger Herr. Meister Kitaro ist dein Bruder. Wenn du vorhast, ihn zu entführen, hast du den Verstand verloren. Es ist mir egal, ob er mein Bruder ist. Abgesehen davon bin ich kein Kuro mehr. Oh. Bist du auf ihrer Seite? Ja, das bin ich. Gut, erwarte keine Gnade von uns. Und jetzt bringen wir die Sache hinter uns. Holt euch das Kind, dann gehört die Gießerei uns. Das ist ja ganz drastisch hier. Lasst nicht zu, dass die Meister Kentaro berühren. Ja, klar. No. Tachibana.
Again, ja, da hinten die 9 gehen zu, ne? Ja. Ja. Verdammt! Sie geben nicht auf! Alles in Ordnung, Ketchup-san? Oh, Hyuga! Was? Sie haben Verstärkung geholt! Kenji, nimm Meister Gitarre und flieh! Ah, was? Das war das Kind hier! Ey! Ey, ey, ey. So. So. Ja. So. Ja. Ja. No. Ja, wir müssen uns ja verteidigen hier. Das Kind ist gerade. Aua. So, einmal den. Einmal die Eskorte hier. So. Wie sieht's hier aus? Er macht das schon. Ich helf dir mal. Was ist hier los? Ich sehe nichts mehr. Verwirrt. So. Ja, mal den wegräumen hier. So, Junge, was willst du? So. Naja. Yoga. Verräter. Aber hier hofft man noch nicht, hä? Aua. So. Komm her. Die sind ziemlich gut. Yoga, verdammt, weg hier. Anscheinend haben wir sie in die Flucht geschlagen. Ja, haben wir. Das Kind ist auch nicht sicher. Gute Arbeit, Kenji! Danke, dass du Kentaro beschützt hast! Der Angriff auf die Hauptstreitmacht unserer Feinde war sehr beeindruckend! Ich bin sehr zufrieden mit dir! 50 Yen! Ich kann Keicho nicht verzeihen! Der Narr wollte meine missliche Lage für seine Zwecke ausnutzen! Ich werde die Akadama auslöschen, bevor ich die Gießerei mal verkaufe! Die Gießerei verkaufen? Was soll das heißen? Tamagawa, der Abgeordnete der Regierung, kommt morgen hierher, um die Arayakshi-Gießerei zu kaufen. Dieser Kontakt wird die Zukunft der Kuro-Familie sichern, der Kontrakt übrigens. Warum hat die Mitleid mit Kitsho? Oh, Mitleid. Dieser Mann ist mein Sohn aus erster Ehe. Okay. 183 Yen. Verstehe. So. Was soll ich machen hier? So, was kann ich jetzt machen? Wo landen wir denn hier? Was haben wir denn da? Ah ja. Gut. Haben wir das Kind beschützt, würde ich sagen. Ja, ist offenbar heil angekommen. Und wir sind nicht geflüchtet. Wir haben uns nicht an die Anweisung gehalten, ich weiß, aber. Naja, wir sind halt. Hatten ja andere Sachen im Kopf, ne? Wir wollten ja. Das Kind ist jetzt, wir sind halt Samurai. Wir hauen ihn einfach ab. Nur weil man es uns sagt. Samurai flüchtet doch nicht. Ja. Okay. Was passiert, wenn ich dagegen nicht kämpfen will? Reagiert nicht drauf? Okay. Ich wollte das mal ausprobieren. Aber zuschlagen will ich auch nicht.
Gut. Nimmt ja mal nichts zu tun, ja. Das war also wieder ein weiterer Kampf, ein kleiner, nicht sonderlich schwierig. Zumindest auf dem Spiel gerade normal mittlerweile. Auf schwer ist gar nicht so leicht das Spiel. Weil da auch die Gegner mehr blocken können. Die blocken dann mehr ab. Man muss auch öfter mehr blocken. Wir können das nämlich gar nicht so gut. So. Okay. Ja. So. Oh, runtergefallen. Ja, war nicht so geplant, aber gehen wir halt hier lang. Auch nicht schlimm, würde ich sagen. So. Komm her. Ich habe Madame Murasaki schon lange nicht mehr gesehen. Weißt du, wo sie ist? Sie hat das Haus vor einiger Zeit verlassen. Ich verstehe. Hey! Danke für deine Hilfe. Was ist los? Madame Murasaki ist offensichtlich ausgegangen. Ich wüsste zu gerne, wo sie ist. Ich meine, es ist morgen ein wichtiger Tag für uns. Hey! Vielleicht. Wo ist Madame Murasaki? Wollte sie zum Schrein? Könnte doch sein. Ja, können wir mal dahin, würde ich mal sagen, ne? Ja, mal zum Schrein. Okay. Gut. Gehen wir mal da rein und gucken mal, was im Schrein so los ist. So. Ah, ist schnell dunkel geworden. Ja, so sieht's aus. Hallo? Hallihallo, na? Du, ein Mitglied der Akana-Clans, ihr werdet dein Schwert mit seinem Blut waschen! Ah, da hinten machen sie sich mal Angst, der Terror. Murasaki wollte offensichtlich zum Schrein. Ja, wir wissen noch, was da passiert. Das müsste ja immer dasselbe sein. Ah, ist du Team auch da? Aha, der wäre auch da. Gut, zu wissen. Hey du, soll ich dir die Geheimnisse der großen Schwertwasser verraten? Eine milde Gabe für den Akanama-Clan. Nur 15 Yen, ganz schön teuer. Ich bin nicht interessiert. Gut, du bist ohnehin unwürdig. Ja, ja. Die Akanama sind gerne im Vormarsch hier. Du bist schwer, was soll ich damit? Was haben wir denn mit so einem Schrott? Hä? Was soll man damit anfangen? Ich weiß es nicht. Oh, hier haben sie dabei. Du bist Schwert. Ja. Gut. Dann halt nicht. Ich meine, Yen haben sie dabei. Ja, die Akademie hier im Vormarsch. So sieht's aus. Und kein Kümmerz von den Kuro. Wir sollten mal benachrichtigen. Ach, die finden das schon raus, ne? Wenn ich schon vor der Tür stehe, dann wissen die das. Interessant ist, dass die Akadama sich angreifen. Obwohl wir mittlerweile schon mit den Kuro gesehen worden sind und wir uns auch gegen Kishu the Bear gesetzt haben. Eigentlich müssen die uns auch angreifen, ne? Aber tun sie nicht. Keine Ahnung warum. Naja, soll mich jetzt nicht stören. Ja, hier mal zum Schrein, würde ich sagen. Gleich dahin. So. Madame Murasaki. Okay. Ja, gucken wir mal hier. Was immer dasselbe. Aber. Finde ich nicht so schlimm. Wenn sie rausfinden, dass wir uns getroffen haben, bekommst du Ärger. Nicht wahr, Murasaki? Hey! Wenn ich nicht einmal eine Affäre verheimlichen könnte, wie sollte ich es dann in der heutigen Zeit zu etwas bringen? Haha, du bist schlau. Tja, wie du, mein wollüstiger kleiner Gesetzeshüter. Haha, wir sind aus demselben Holz geschnitzt.
Na, geht es zum üblichen Versteck? Einverstanden. Ah, du bist. Wo kam dieser Fremde her? Nee. Hast du uns belauscht? Ja. Gut, dann musst du sterben. Hey, müssen ihn doch nicht gleich töten. Idiot, stell dir vor, der Kerl redet. Tessin will die auch töten. Stimmt. Also stirb. Madame Murasaki. Was macht ihr hier? Shirotoko, was machst du denn hier? Mein Diener sagte, ihr hättet das Haus verlassen. Also kam ich hierher, um euch nach Hause zu begleiten. Was wollt ihr zu später Stunde bei Inukashira? Was hat er denn? Sie hatten ein Geheimtreffen. Oh nein, sag kein Narr. Versteh mich nicht falsch. Es ist anders, als du denkst. Ich werde den Vorfall Meister Tessin melden. Hey, warte! Tu das nicht! Das wäre das Ende der Kuro-Familie. Was soll das heißen? Wenn ich nicht mit Inukashira gesprochen hätte, wären die Verhandlungen über den Verkauf der Gießerei gescheitert. Was hast du denn getan, um den Kuro zu helfen? Nichts. Absolut gar nichts hast du getan, um der Familie zu helfen. Bitte vergib ihr. Was? Du bist... Wir haben keine Zeit für Streitereien. Ich werde den Vorfall nicht melden. Ist einfach zu wichtig alles hier. Madame Murasaki, ich flehe euch an. Macht so etwas nie wieder. Gut. Danke, Kenji. Ich habe erfahren, dass Yakadama schon morgen die Gießerei angreifen werden. Es wäre uns eine Ehre, wenn du auf unserer Seite kämpfen würdest. Wir verlassen uns auf dich. Bis dann. Puh, das war knapp. Ja, das ist alles zu wichtig, um ihn jetzt umzubringen hier. Können wir dann vielleicht bei unserem anderen Durchlauf mal machen, die ja eh nur dazu da sind, um jetzt bei ein paar Punkte zu sammeln. Da können wir vielleicht auch mal ein bisschen der Story folgen und dann mal andere Entscheidungen treffen. Können wir das gerne mal machen. Würde ich sagen. Ja, aber bis dahin würde ich mal sagen, dass wir hier mal weitermachen. Wo geht's denn jetzt hin? Die Kure wollen den Akadama-Clan in der Gießerei aufhalten. Oh, direkt dahin. Eigentlich schon, kann man direkt dahin gehen, wenn nichts weiter zu tun haben. Also machen wir das. Und sind am Ende schon. Ja, hatten einen Kampf. Bin Geld gesammelt dabei. Ja, das war's dann auch. Ja, und immerhin haben wir Meister Gintaro beschützt. Und ja, das war's dann schon wieder mit dieser Aufnahme-Session. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.